Journalismus, markieren und copy und paste und kopieren und einfügen, copy paste und copy paste, copy paste. Ja, heute Morgen in der Rheinzeitung fiel mir dieser Gletscher auf in Reykjavik, ein stolzer Gletscher, der jetzt nur noch ein Häufchen Elend ist. Er hat die 1,53 Grad nicht überlebt, er ist gestorben, der Klimawandel. Und dann plötzlich auf Facebook sah ich dieselben Bilder. Dieselben Bilder, dieselbe Botschaft. Der Gletscher ist gestorben und Island verabschiedet sich von dem Gletscher. Ich dachte mir, okay, dann suche ich mal weiter. Wo finde ich denn das noch? Dann wurde ich fündig in der Bild. Dieselben Bilder, eine Gedenktafel und Fakten. Auf wetter.de. Der tote Gletscher wieder in Island. Mit denselben Bildern der Gedenktafel und einen Brief an die Zukunft, damit wir etwas verändern und diese Katastrophe aufhalten. Im Stern, Island erklärt offiziell den ersten Gletscher für tot mit denselben Bildern, denselben Zahlen, den ähnlichen Formulierungen. 1,53 Grad, Copy-Paste. In der Welt, diese Satellitenaufnahmen der NASA zeigen den verstorbenen Gletscher. Wir brauchen also keine Journalisten mehr, die recherchieren oder eigene Stories schreiben. Wir kopieren einfach unsere Stories. Frankfurter Allgemeine, das Eis verlässt das Land. Gletscherschmelze hat die Klimaerwärmung wohl nicht überlebt. Und ähnlicher Tenor, gleiche Gedenktafel, gleiche Fakten. Alles von dpa. Focus Online. Island erklärt offiziell den ersten Gletscher für tot mit den gleichen Bildern, den gleichen Formulierungen und den gleichen Zahlen. Immer wieder dasselbe. Wir brauchen wirklich keine eigenen Journalisten mehr. Ganz easy. Sparen wir uns Geld, auch im Stern. Mit den gleichen Zahlen, den ähnlichen Formulierungen und den 1,53 Grad. Gut, Fakt ist Fakt. Wenn 1,53 Grad sind, dann kann man das ja nicht ändern. Dann ist ja gut, dass es überall gleich ist. Sonst gäbe es ja Widersprüche. Auch hier, es wäre aktuell gleiche Zahlen, gleicher Text, gleiche Bilder. Focus Online, nur noch 15 Meter und so weiter und so fort. Ähnlicher Tenor, gleiche Zahlen, 1,53 Grad und es ist der Klimawandel. Ja, wir müssen aufpassen vor diesem Klimawandel. Das ist ganz klar, das kriege ich von allen Seiten hier mit. Also jeder, der die dpa kopiert, also einfügt in seine eigene Zeitung, Frankfurter Allgemeine. Das Eis verlässt Island. Oh, eine Variation, aber mit denselben Bildern. Ja, auch wieder mit der NASA, die das stützt und der Gedenktafel. Also wir müssen echt aufpassen vor diesem Klimawandel. Das wird ganz deutlich. Island erklärt offiziell den ersten Gletscher für tot. Ja, im Südkurier. Also wir haben ganz viel zu tun, unsere Zukunft zu retten. Das ist sehr, sehr deutlich. Im Merkur dieselben Bilder. Und wir müssen auf jeden Fall etwas tun. Da bin ich voll dafür. Die Frage ist, ist es das Klima, was wir retten müssen, oder müssen wir uns selber retten? Müssen wir uns selber vielleicht umstellen? Vielleicht muss nicht das Klima gerettet werden, sondern unsere Art zu leben. Antenne Münster. Island erklärt offiziell ersten Gletscher für tot. Radio RST. Island erklärt offiziell den ersten Gletscher für tot. Antenne Düsseldorf. Island erklärt offiziell den ersten Gletscher für tot. STN. Island erklärt offiziell den ersten Gletscher für tot. Was ist das für eine Seite? Island erklärt offiziell ersten Gletscher für tot. DPA. Auf Idowa. In südthüringen.de. Island erklärt offiziell ersten Gletscher für tot. Mit den gleichen Bildern. Watson. Islands erster toter Gletscher bekommt einen Grabstein mit eindringlicher Botschaft. Mit den gleichen Bildern. Kölner Stadtanzeiger, Gedenkfeier und Beerdigung. Island erklärt ersten Gletscher für tot. Mit anderen Bildern. Island erklärt offiziell ersten Gletscher für tot. Selbe Bilder. Islands trauriger Abschied von einem toten Gletscher. Im Hamburger Abendblatt. Im Nordkurier. Island erklärt ersten Gletscher für tot. Mit anderen Bildern. Neue Presse, Island erklärt offiziell ersten Gletscher für tot mit gleichen Bildern. WAZ, Island erklärt offiziell ersten Gletscher für tot mit den gleichen Bildern.
Badische neueste Nachrichten, Abschiedszeremonie für einen toten Gletscher in Island. Ähnlicher Tenor. Berliner Morgenpost, Islands trauriger Abschied von einem toten Gletscher. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann ging es so weiter und so weiter. Ich kam gar nicht an ein Ende. Ich dachte mir, so kann das nicht weitergehen. Ich muss eine Google-Suche starten, wo ich das Facebook-Bild von ZDF heute einfach einfüge als Suchkriterium. Und dann fand ich es. 22 Seiten, wo dieses Bild überall in den letzten 2 bis 3 Tagen vorkam. 22 Seiten vollgepackt mit jeweils 10 Fundorten. Im Stern, SWR, NP Coburg, Blick CH, Antenne München, Radio RZVW, Abendzeitung München, Abendzeitung München, Heidelberg 24, Radio Ruhr, SHZ und so weiter und so weiter. Es nahm überhaupt gar kein Ende. Also, es ist übliche Praxis, dass man von der DPR abschreibt. Ist ja auch nichts Verwerfliches eigentlich, aber die Frage bleibt, wem gehört die DPA und hat die DPA vielleicht Interesse, Einfluss zu nehmen, lobbyistisch tätig zu werden für irgendeine Interessensgemeinschaft auf dieser Erde? Ich weiß es nicht. Wem gehört denn die DPA? Wer steckt dahinter? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es wäre mal sehr interessant herauszufinden, wer zum Beispiel diese DPA ist. Wem das gehört, mit wem sie zusammenarbeitet. Auf jeden Fall sehe ich hier ganz deutlich, dass absolute Kontrolle über dieses Thema von der DPA ausgeht. Bei anderen Themen mag das anders sein, aber sehr viele Agenturen dieser Art gibt es ja nicht. Es ist sehr beschränkt, sehr begrenzt, die Anzahl. Und immer wieder geht es auf diese Agenturen zurück, weil wir wahrscheinlich Geld sparen. Wir brauchen keine freien Journalisten zu bezahlen, wir machen Copy-Paste-Journalismus. Und das wurde mir bei diesem Thema so dermaßen deutlich, weil einfach ich wurde erschlagen von Funden, von diesem Bild und von den gleichen Formulierungen, den gleichen Zahlen, mit wenigen Variationen in Wort und Bild. Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich weiß nur, da hat jemand sehr viel Einfluss, sehr viel Macht, das in alle Zeitungen und damit in alle Köpfe zu setzen. Ich hoffe, diese Macht wird weise genutzt und das ist die richtige Entscheidung, dies so zu tun. Wir werden sehen, wo es uns hinführt, ob die Menschen für das Klima anfangen, etwas Gutes zu tun und vielleicht weniger Müll produzieren oder weniger Abgase, weniger Giftstoffe. Wie rettet man ein Klima? Das ist eine gute Frage. Macht es die CO2-Steuer? Wenn wir die CO2-Steuer bezahlen, wird dann das Klima direkt besser? Oder sollten wir vielleicht selber etwas tun und das nicht in die Hand der Politiker legen? Haben die Politiker mit Steuern schon mal die Natur gerettet oder den Regenwald oder sind sie eingetreten gegen Atomkraft? Also damals, 80er, 90er Jahre, gab es so viele Demonstranten und Veranstaltungen gegen die Atomkraft. Das hat keinen Politiker interessiert. Und vor kurzem, nach Fukushima, plötzlich ging es ohne Probleme von einer einzigen Person aus, von der Frau Merkel. War sie in der Lage, das plötzlich und einfach so alleine zu entscheiden? Oder gibt es vielleicht Interessensverbände dahinter, die sich jetzt entschlossen haben, das Thema Atom doch mal ernst zu nehmen und die Atomkraftwerke dann abzuschalten? Wir müssen selber etwas tun. Ich bin davon fest überzeugt, dass die Politiker unsere Probleme nicht lösen werden. Wir brauchen einen Zeitgeist, ein Bewusstsein in allen Menschen, ein gemeinsames Voranschreiten im Bewusstsein, dass wir Teil der Natur sind und dass wir damit unseren eigenen Ast absägen, wenn wir die Natur beschädigen. Weil die Natur ist nicht getrennt von uns. Und wir können nicht das Klima retten, sondern wir können unseren Lebensraum retten. Wir können unsere Zukunft dann damit retten, aber nicht das Klima. Das Klima ist nur personifiziert, eine schöne Formulierung, aber es geht um unseren Tod, wenn es um irgendeinen Tod geht. Nicht der Gletscher ist gestorben, sondern es geht um den drohenden Tod von den Menschen. Also vielen Dank und lasst uns gemeinsam etwas tun. Aber ich glaube nicht, dass die CO2-Steuer uns da weiterhilft, sondern wir brauchen die Menschen.
Auch Friday for Future, die sollen sich nicht instrumentalisieren lassen von irgendeiner Greta oder einer Veranstaltung oder von irgendeiner Richtung. Wir müssen selber auf unser Herz hören und das umsetzen, was wirklich in uns steckt. Unser Potenzial entdecken und ausleben und in die Welt tragen. Wir müssen uns auf eine spirituelle Reise machen, um selber zu wachsen, um aus uns herauszugehen, über uns hinauszuwachsen und damit gemeinsam in die Welt einzugreifen, gemeinsam mit einer Vision für die Zukunft, eine gemeinsame Heilung für unseren Planeten, für unsere Umwelt, in der wir selber stecken. Das ist nämlich die Heilung von uns selber. Der Planet kommt auch ohne uns klar. Danke.